Willkommen zu den News der Woche. Boruto Naruto The Next Generation wurde auf der Jump Festa 2016 bekannt gegeben. Auf der Homepage des Anime verkündet man, dass er im April 2017 im japanischen TV laufen wird. Dazu hat man ein Teaser-Video veröffentlicht und auch das erste Poster. Die News sind ja schon etwas her, aber trotz allem ist es ja kein schlimmes Vergehen. Nämlich, es geht um den Dragon Ball Super Arc. Der Universe Survival Arc, auf den nämlich viele auch noch warten. Und zwar geht es nämlich darum, dass es ein Poster nämlich veröffentlicht wurde, worunter nämlich Son Gohan und C-17 zum Beispiel auch mitmachen werden. Die Charaktere, die jetzt alle mitmachen, erzähle ich nämlich hier. Nämlich Majin Buu, Krillin, C-18, C-17, Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Muten, Roshi, Tenshin Han und diesmal auch Piccolo. Das neue Bild bestätigt nun sowohl den Namen als auch den Release des neuen Arcs. So wird der Arc den Titel Universe Survival Arc tragen, ein Turnier zwischen den Universen behandeln und am 5. Februar 2017 erstmal im japanischen Fernsehen anlaufen. Toei Animation merkte dabei an, dass Akira Toriyama Erschaffer des originalen Dragon Ball Mangas Entwürfe sowohl für die Story als auch für die Charaktere bereitstellen wird. 7MAG startet im Jahr 2017 schon mit drei neuen Anime-Serien. Unter anderem hätten wir Death Note, Psycho Pass und Ikitosen. Ikitosen hingegen wird am 1. Februar 2017 jeden Mittwoch um 23.40 Uhr ausgestrahlt. Der Sender startet aber nicht mit der ersten Staffel, sondern mit der ersten Episode der dritten Staffel. Die dritte Staffel der Serie trägt den Untertitel Great Guardians und wurde in Japan vor 8 Jahren ausgestrahlt. Hierzulande veröffentlichte KZ alle Episoden mit deutscher Synchronisation auf DVD. Death Note und Psycho Pass starten jedenfalls am 22. Februar 2017 um 22.05 Uhr. Jeden Mittwoch wird eine Folge im Rahmen der Anime-Nacht ausgestrahlt. Nachdem Peppermint Anime bereits vor geraumer Zeit verkündigt hatte, die 12-teilige Anime-Serie Plastic Memories mit deutscher Synchronisation auf DVD und Blu-ray zu veröffentlichen, lieferte man auch die Erscheinungsdatum des ersten Volumens nach. Demnach wird Plastic Memories Volumen 1, auf dem die erste Hälfte der Dramaserie enthalten sein wird, am 24. Februar 2017 veröffentlicht. Peppermint Anime gab nicht nur den Erscheinungstermin des ersten Volumens von Plastic Memories bekannt, sondern hatte auch Neuigkeiten für Fans von Boku Dakega Inamachi. Nämlich, wie man verlauten ließ, wird das erste Volumen von Erase, die Stadt, in der es mich nicht gibt, so der deutsche Titel, in der 12-teiligen Serie am 24. Februar 2017 auf DVD und Blu-ray erscheinen. Kasi Deutschland gab heute alle Neuerscheinungen vom Frühjahr bis Sommer 2017 bekannt. Welche der Neuerscheinungen jetzt in der Liste sind, erzähle ich euch jetzt hier. Am 24. Februar 2017 erscheint nämlich Detective Conan, das Verschwinden des Conan Edogawa. Am 17. März 2017 Attack on Titan Realfilm Teil 1, Detective Conan die TV-Serie. Am 31. März erscheint nämlich Dragon Ball Z Kai Buu Saga One Punch Man Wolf Girls and Black Prince. Am 7. April erscheint One Piece Film Gold. 28. April 2017 erscheint Katai Collection Kankole Projekt Ito The Pair of Corps in einer Collector Edition. Am 12. Mai 2017 erscheint Code Geass Akito The Exil OVA 3 plus 4 Heimliche Blicke Terraformers. 26. Mai 2017 Parasite 2 und 3HX. 16. Juni 2017 Die Monstermädchen. Am 30. Juni 2017 Ace World. Der neue Pokémon-Film für 2017 hat seinen Namen, denn in der Hoahasuta Morgenshow für Kinder wurde der neue Film bekannt gegeben. Dieser wird Gekyoban Pocket Monster Kimi ni Kimetta oder auch The Pokémon The Movie I Choose You heißen und am 15. Juli 2017 in japanischen Kinos anlaufen. Auch zeigte man einen kurzen Teaser und präsentierte das erste Poster. Auf diesem sah man Pikachu, Ho-Oh und ein Junge, der sich als Ash herausstellt in seinem Outfit aus der ersten Staffel des Anime. Der ersten Folge der Pokémon-Serie hieß auch Kimi ni Kimetta. Hoffentlich hat euch doch diese News gefallen. Diesmal hatte man ein bisschen mehr als letzte Woche und jetzt mal ehrlich, Dragon Ball Boruto bekommt ein Anime, Leute, das ist doch geil. Und ein richtig ernstzunehmender Pokémon-Film. Ich meine, die letzten Pokémon-Filme sind ja eigentlich ganz gut gewesen. Gut, okay, die von der Kalos-Region. Aber man muss halt sagen, dass dieser Film schon irgendwas uns sagen will. Ich weiß genau nicht was, aber bestimmt irgendetwas. Und ich muss hier halt wirklich sagen, dass KZ und Peppermint richtig raushauen, beziehungsweise Pro7 Max. Death Note im Free TV? Warum nicht früher? Jedenfalls die Quellen der News haue ich in der Videobeschreibung natürlich rein, damit ihr euch alles mal frisch durchlesen könnt. Und ja, da habe ich leider nichts mehr zu sagen. Ich kann euch nur noch sagen, dass ihr mich abonnieren könnt, denn damit ihr euch nichts mehr verpassen könnt. Und lasst einen Daumen nach oben da, das würde echt diesem Video auch noch sehr unterstützen hier. Da könnt ihr echt
Hat das schon eine Wohltat getan, finde ich, ne? Jedenfalls, ich sage auch noch, das nächste, ja, nicht nächste Woche, ich sag mal am Freitag oder auch früher, meine Top 5 der Fall-Season-Anime 2016 nämlich kommen wird. Und ja, wenn du wissen willst, wer meine Nummer 1 der Herbst-Season war, dann abonniere mich und warte. Jedenfalls, habt noch einen schönen Tag, mach's gut und bis bald.